Game of Thrones, das Epos unserer Zeit. Gefühlt jeder in meinem Alter hat diese Serie gesehen, ich jedoch nicht. Ich habe eine einzige Szene gesehen und das war die mit Ed Sheeran und sie war in Staffel 7. Das heißt, man kann sagen, ich habe eigentlich gar keinen Plan von Game of Thrones. Ich jedoch habe mich jetzt an das Buch herangewagt. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe dieses Buch bestimmt schon seit 3, 4, wenn nicht sogar 5 Jahren auf dem Radar, ungefähr seit die meisten Leute in meinem Umfeld gefühlt davon geredet haben, dass sie die Serie so genial finden. Ich habe dann immer gesagt, nee, ich will die Serie nicht sehen, vielleicht lese ich ja irgendwann noch das Buch. Ja, jetzt habe ich es endlich mal getan und es hat auch unter anderem deshalb so lange gedauert, weil ich schon ein bisschen Respekt davor hatte. Die meisten Leute haben erzählt, dass es mit den Charakteren und mit den vielen Namen sehr kompliziert sein soll, weil so viele Namen einfach da sind und dann wird es anstrengend zu lesen und kompliziert und man muss sich viel merken. Und da habe ich einfach die ganze Zeit so ein bisschen gedacht, wahrscheinlich ist das nicht so meins. Dennoch, weil einfach so viele Leute gesagt haben, das wäre so genial, habe ich immer weiterhin so gedacht, ich will dieses Buch noch lesen. Jetzt habe ich endlich mal angefangen und ich muss sagen, das mit den Namen, mit den vielen Namen, das kann ich nachvollziehen, aber es ist nicht das größte Problem, was ich jetzt so damit hatte. Ja, das mit den Namen ist kompliziert und ich hatte auch am Anfang das Gefühl, es wird vorausgesetzt, dass man den Namen alle schon kennt und weiß, in welchem Zusammenhang die zueinander stehen, welchem Verwandtschaftsverhältnis und so weiter und so weiter. Und das hatte ich halt einfach null. Aber ich finde, das hat sich schon mit der Zeit einfach so ein bisschen geklärt. Also irgendwann hatte ich das halt so auf dem Schirm. Ja, okay, Eddard ist der gleiche Typ wie Ned, warum auch immer. Und John ist der Bastardsohn von Eddard und Catelyn ist die Frau von Eddard und so weiter und so weiter. Aber dennoch, was so eben das größere Problem war, und das ist keine Kritik tatsächlich jetzt an dem Buch, sondern mehr so meine Wahrnehmung einfach. Ich hatte keine große Lust, dieses Buch weiterzulesen. Ja, ich war am Anfang noch sehr gehypt einfach, weil ich Game of Thrones vor Augen hatte. Das ist so das, was alle lieben, wo alle von schwärmen und das ist so episch und so genial soll es sein. Und deswegen war ich am Anfang gehypt, aber das war, glaube ich, so nach 50 bis 100 Seiten vorbei. Normalerweise lese ich in letzter Zeit wirklich 50 Seiten pro Tag, das ist so mein Ziel und das schaffe ich normalerweise auch, wenn ich zum Beispiel 30 Seiten in der Mittagspause lese und 20 Seiten nochmal am Abend oder andersrum, dann geht das schon locker, aber hier habe ich es nicht geschafft, einfach weil ich dann zum Beispiel in der Mittagspause saß und gedacht habe, jetzt habe ich keine Lust da noch weiterzulesen, es langweilt mich irgendwie packt es mich nicht wirklich und ich habe dann immer weiter gedacht, ja, da muss ich mich jetzt halt ein bisschen durchquellen. Das liegt jetzt wahrscheinlich auch an den vielen neuen Figuren und dann passiert bestimmt bald was. Aber mittlerweile bin ich auf Seite 200 und dieser Punkt ist eben nicht erreicht. Was das Ganze so schade macht, ist, immer wenn Leute darüber reden, dann habe ich das Gefühl, diese Geschichte könnte mir ja eigentlich gefallen. Und ich war tatsächlich ungefähr vor 50 Seiten auch kurz davor, das Buch abzubrechen. Und dann habe ich nochmal ein Video auf YouTube gesehen von einer, die einfach nochmal so die Anfangssituation beschrieben hat. Und da sind mir viele Dinge aufgefallen, die mir so ein bisschen entgangen sind. Und dann habe ich irgendwie, sie hat mir da total viel Mut gemacht, dieses Buch nochmal weiter zu versuchen. Ich habe es nochmal weiter versucht und es ging trotzdem nicht weiter. Und mittlerweile wirklich, ich habe die Hälfte vom Buch und es hat mich eben noch nicht gepackt. Und nachdem, wie diese YouTuberin da drüber gesprochen hat, habe ich das Gefühl, wenn es mein Ding wäre, dann hätte es mich wahrscheinlich mittlerweile gepackt. Denn ich würde behaupten, es ist ja noch nicht viel passiert, wo mir aber wahrscheinlich Fans des Buchs vehement widersprechen würden. Die würden sagen, ja wie, da ist doch schon total viel passiert. Und ja, es ist wahrscheinlich auch viel passiert. Aber es ist nichts wirklich Spannendes passiert. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, weil das ist so ein bisschen mein Problem. Wenn nicht unbedingt krass spannende Dinge in Büchern passieren, dann schweife ich schnell ab. Dann denke ich plötzlich beim Lesen an andere Dinge und denke dann plötzlich 5 Seiten später, was ist eigentlich in den letzten 5 Seiten überhaupt passiert. Grundsätzlich bin ich damit aufgewachsen, dass man eben Bücher liest und ich habe immer gerne Bücher gelesen. Dennoch bin ich irgendwie jemand, der dann schnell die Konzentration verliert, wenn nicht wirklich spannende Dinge passieren. Was das Ganze eben so schade, finde ich, macht, ist, wenn dann eben andere davon erzählen, was da ja passiert ist oder ich da nochmal drüber nachdenke, dann denke ich,
Das sind ja spannende Dinge, die würden mich vielleicht interessieren. Mich interessiert auch diese Welt eigentlich. Ich hätte das total gerne, dass ich fasziniert davon bin, dass ich mich da einleben kann und ich fasziniert von den Figuren bin und ich diese Figuren irgendwann lieben lerne. Ich hätte das total gerne, aber es passiert leider nicht. Und das finde ich so schade. Und das passiert mir ganz, ganz oft so ein bisschen bei Büchern, bei längeren Passagen. Die werden dann aber oft wettgemacht von dem Rest des Buches. So geht es mir zum Beispiel ganz, ganz oft bei Stephen King. Aber bei keinem Buch hatte ich das bis jetzt so, so stark wie eben bei Game of Thrones, wo ich das Gefühl habe, dass diese Welt so faszinierend sein kann und sie mich so begeistern könnte. Aber sie tut es einfach nicht. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich müsste mich vielleicht noch mehr durchkämpfen, weil dieser Punkt kommt vielleicht noch. Vielleicht liegt das doch noch ein bisschen daran, dass ich die Figuren noch nicht alle auf dem Schirm habe. Das kann man wahrscheinlich auch noch nicht erwarten von so vielen Figuren. Vielleicht müsste ich wirklich mich durchquälen, das erste Buch noch ganz durchzulesen. Aber wenn ich mir das eben immer wieder anhöre von anderen, dass sie sofort begeistert waren, das war bei mir nicht. Und deswegen habe ich dieses Buch jetzt eben nach der Hälfte abgebrochen. Wie ich jetzt in Zukunft vorgehe, ist, ich sage jetzt für mich, ich habe es mit dem Buch probiert, ich habe es versucht. Hat nicht geklappt, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich demnächst mal anfangen, die Serie zu schauen. Und wenn ich dann nach der ersten Staffel zum Beispiel sage, hey, die gefällt mir richtig gut, dann kann ich es ja vielleicht doch nochmal mit dem Buch probieren. Denn ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass das kein Problem sein soll, dass viele Leute eben erst die Serie gesehen haben und dann das Buch gelesen haben und es eben nicht passiert, dass man dann das Buch langweilig findet. Deswegen bin ich da recht zuversichtlich, vor allem weil ich das Gefühl habe, wenn man dann eben von der Serie die Figuren schon gut kennt, die Charaktere kennt, die Welt ein bisschen kennt, dass dann das Buch eben mehr Spaß machen könnte. Wer weiß, ich versuche es jetzt einfach mal mit der Serie und würde gerne mal darüber lesen, wie es euch eben so mit den Büchern geht. Habt ihr die Bücher gelesen? Habt ihr die Serie gesehen? Seid ihr Fans von Game of Thrones? Ab damit in die Kommentare und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß beim Bücherlesen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.